Nach dem Abschied aus Napoleons nicht ganz freiwilligen Ferienwohnsitz fahren wir zurück zum Hotel. Das letzte Stück fahre ich voraus und kann darum meinen eigenen Stiefel fahren. Technisch bietet dieser letzte Abschnitt unserer Elba-Umrundung die schönsten Kurven.
diese orangen Hindernisse können einem aber auch die allerschönsten Kurven verwiesen. Schluss noch ein paar Bilder von Marciana Marina. Dann ist unsere Tour rund um Elba zu Ende.